Mit viel Spannung ist der erste Prozesstag heute in Meiningen erwartet worden. Dementsprechend voll sind auch die Besucherbänke, denn die Taten, die diesem 18-jährigen Jungen vorgeworfen werden, haben in Thüringen viele Menschen schockiert. Und mit klarem Menschenverstand sind sie auch nicht zu verstehen. Mord, Nötigung, Körperverletzung, das sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Und all das nur wegen einer verschmähten Jugendliebe. Die Freundin des Angeklagten hatte sich von ihm getrennt. Das wollte der Angeklagte nicht akzeptieren. Er soll deswegen am Tattag mit einem Messer bewaffnet zum Wohnhaus der Geschädigten sein, um sie zur Fortsetzung der Beziehung zu bewegen, notfalls auch mit Gewalt. Als die Ex-Freundin dann geöffnet hat, soll er sie in ihr Zimmer gedrängt haben und sie dort zeitweilig auch gefesselt und geknebelt haben. Und er soll ihr unter anderem damit gedroht haben, ihren Vater in ihrem Beisein umzubringen. Und genau diese Drohung soll der 18-Jährige tatsächlich wahrgemacht haben. Als der Vater des 17-jährigen Mädchens sein Haus in Herda bei Bad Berka betritt, soll ihn der Angeklagte niedergestochen haben. Selbst als der Mann schon blutend am Boden lag, trafen ihn noch weitere Messerstiche, so die Gerichtsmediziner. Nach der Tat floh der 18-Jährige, konnte aber schnell verhaftet werden. Der Angeklagte fällt aufgrund seines Alters noch unter das Jugendstrafrecht, das sieht 10 Jahre Haft wegen Mordes vor. Für den Prozess hat das Gericht 3 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil fällt möglicherweise sogar noch in dieser Woche, da der Anwalt des 18-Jährigen ein Geständnis angekündigt hat. Für uns hat den Prozess Cornelia Hartmann verfolgt. Cornelia, wie hat sich der Angeklagte heute im Prozess verhalten? Das kann ich diesmal gar nicht so genau erklären, denn für einen großen Teil der Verhandlung ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden. Und zwar solange der Angeklagte über seine eigene Entwicklung, also über seine Familie und seine Geschwister spricht und auch solange er über die Beziehung zu seiner damaligen Freundin spricht. Er ist erst 18, seine Interessen müssen gewahrt werden, da muss die Öffentlichkeit zurücktreten. So sieht es das Gesetz vor und so hat es auch dieses Gericht entschieden. Was man sagen kann, ist, der Angeklagte kommt aus Köln, er stammt wohl aus schwierigen Verhältnissen, war mehrfach im Heim. Und zum Schluss hat er in einer thüringischen Pflegefamilie gewohnt, und zwar im gleichen Ort wie das spätere Opfer. Wir können leider nicht so genau sagen, welche Hintergründe ihn bewegt haben, aber auf jeden Fall hat er gesagt, so steht es zumindest in der Anklage, er werde den Vater töten, damit seine Freundin, die sich ja von ihm getrennt hatte, auch einmal diesen Schmerz spüre, den er spüre, weil er sie verloren hat. Cornelia Hartmann in Meiningen, vielen Dank.